Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa. Ja, schauen wir uns mal eben die Höhle an. Hinter uns ist nichts. Wir sind in den tiefen Ruinen gelandet. Wir kommen nicht hoch. Nicht? Hallo? Oh, es ist laut hier drin. Hilfe. Aside from the stampede, there have been smaller issues with the gardeners. For example, the pollinator bites. Nothing deadly, a mere annoyance. They nip on the arm and fly away. But there are parts of the colony where the pollinators do not bite at all. In fact, they don't even have teeth. The attacks are concentrated in areas of maximum disruption. At the logging camps and mines and resource extraction sites. The greater the disruption, the more frequently the bites occur. Deep in the gardener's coding is a directive to resist anything that could make the planet unlivable. Our actions must be triggering this resistance. They are trying to protect us from ourselves. Ja, und genau das ist das, was ich die ganze Zeit schon sage. Weil die haben ja selber gesagt, die sind nicht böse. Da ist wieder so ein Schießding, ne? Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Kann ich das Ding denn ausmachen? Da hinten komme ich auch nicht wirklich rum, oder? Da ist gar nichts, um das auszumachen. Kann das sein? Ach du Schande. Okay. Wie soll ich das denn machen, ohne das auszumachen? Dahinter ist aber nichts mehr, ne? Da oben muss ich irgendwie hochkommen, ohne abgeschossen zu werden. Eieieiei. Ja, das ist nur noch der eine. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Das muss ich von hier aus. Nein! Raus. Oh Gott. Okay. Ich wollte gerade noch gefragt haben, ist der jetzt eigentlich dadurch deaktiviert worden? Aber nein, ist er nicht. Ich hasse sowas. Na gut. Die einen sahen jetzt so ein bisschen wie kopflose Hühner aus. So, bitte schießt jetzt nicht wieder auf mich. Der Kessel. So, wenn ich jetzt meine Kameraperspektive mal ändern dürfte, was ich natürlich nicht darf. Deswegen sehe ich auch nicht, was ich gerade mache. I must write very carefully tonight. Because you're toasting against my knee. This is the first moment of peace I've had all day. They warned me that 3 would be a lively age. I still wasn't prepared for just how lively. It seemed like only yesterday you were learning to wriggle across the ground. Now if I don't keep hold of you, you'll sprint out of my workshop and into the meadows. You love playing with the gardeners. Large or small, they don't seem to frighten you one bit. Ja, warum sollte er auch, ne? Also nach allem, was ich verstanden habe, leben die ja quasi mit der, oder leben, ne, es ist wohl elektronisch, so wie ich es verstanden habe, aber leben die ja mit der Natur.
Das muss ich anmachen. Oh. Oh. Nicht gut. Komme ich hier nochmal hoch, wenn ich da runterstürzen sollte? Ich sehe dann zumindest nichts. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, aber ich werde es versuchen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ja, super. Dann zeichnen wir doch erstmal die Tiere hier. Was ist jetzt los? Alter! Uhuhu! Was ist jetzt los? Die sind ja noch fieser als die anderen Dinger. Wieso funktioniert das nicht? Wie kriege ich das denn jetzt hin? Alter. Das ist wieder so ein blödes Vieh. Ich kann hier gerade gar nichts machen irgendwie, weil die einfach nur im Schießen sind. Ich kann die Dinger nicht einsammeln. Ich kann noch nicht mal gucken, was ich hier machen muss. Ey. Da ich die ja leider auch nicht kaputt machen kann. Wieso sind die jetzt hier in der Mitte offen? Das ist auch so komisch. Aber wieso funktionieren die nicht? Ich kann die auch nicht mehr aktivieren und nichts. Was ist das denn? Oh nein, da sind schon wieder so viele. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Da hinten ist auch noch ein grünes. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich weiß zwar ungefähr, was ich tun muss, aber das Problem ist halt, ich kann nichts davon machen. Find the secret emerald. Okay. Ja, so geheim fand ich den jetzt nicht. Moment, da ist was Gelbes und was... Boah, ich kann mich selber nicht mehr hören gerade. Da ist was Gelbes und was Blaues. Alter. Oh, wie komme ich denn da hin? Wo war das jetzt? Da oben. Komm ich da hin? Was jetzt? Ja, das ist ja ganz toll. Aber ich weiß nicht, wie ich den Rest aktivieren soll mit den ganzen Viechern hier. Da oben komme ich auch nicht hin, weil ich nicht von... Ach so, das Gelbe, das sind die... Ja, ja, ja. A fine day today. The air has the clarity of early winter, and I have a view right down the valley. I only wish I was writing the better news. There's been a long stretch of peace, but I'm afraid this idiotic conflict has sprung up again. As we fight the gardeners, we teach them to fight. They are evolving their own weaponry, detonators and heat-seeking rays, mirroring us, outgrowing us, twisting the land into a fortress.
Da hinten ist noch einer, da links ist noch einer. Ich glaube, den linken hatte ich gesehen. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll, ohne dass sie mich abknallen. Alter, das ist doch nicht dein Ernst hier. So, und einen hatte ich noch irgendwo da hinten, glaube ich, gesehen, ne? Bin mir gerade nicht sicher, wo. Aber die Dinger da oben, also da ist ein grüner und da hinten irgendwo war noch ein grüner. Da, die hole ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht, weil das ist mir hier viel zu gefährlich. Das sehe ich hier nicht ein. Da war einer. Alter. Ich war noch nicht mal da, wo du hingefeuert hast, du. We must submit ourselves to change. It is the only constant in life. Change is what permits life. It is life itself. If you can worship change, you will find nothing else to fear. This is why you must enter the cryo-freeze chambers on the island. But I'll hold on to you for another year, my son. I can't bear to let you go to the future. Not quite yet. Waren das jetzt alle? Und dann ist noch die Frage, von welcher Richtung aus soll ich jetzt da hoch? Kann ich so an dem Wasser hoch? Das ist jetzt erstmal die große Frage. Oder soll ich irgendwie versuchen, von da hinten jetzt da hochzukommen? Aber da müsste ich da wieder komplett hoch. Ich probiere das jetzt erstmal so. Keine Ahnung, ob ich jetzt von da aus... Nee, das kann aber eigentlich nicht sein, weil da ist nichts verbunden. Aber da ist noch irgendwas... was blau am Leuchten ist. Ah ja. Also von hier aus müsste ich theoretisch dann hochgezogen werden, ja? Ist das richtig? Ich versuch's mal. Ah, mittlerweile finde ich die Gärtner dann doch wieder ziemlich cool. Könnt ihr wieder die Gärtner bringen? Anstatt diese saudämlichen Viecher hier? Boah, ich sehe nichts mit der Kameraperspektive. Sag mir bitte nicht, dass das hier irgendwie kaputt geht. Oh mein Gott. Oh. Okay. Nächstes Level, bitte ohne diese schießwürdigen Viecher.
wir sind wieder im Baum. Okay. We must submit ourselves to change. It is the only constant in life. Change is what permits life. It is life itself. If you can worship change, you will find nothing else to fear. Sind das eigentlich Synapsen, wo ich immer reinlaufe? Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Schiss vor den Wildschweinen. Okay, wir sind jetzt im Dämmerlicht. Ich denke mal, wir sollen erstmal ein Stück weiter... Aber das ist dann immer so prädestiniert dafür, dass hier was Grünes versteckt ist, ne? Ich denke mal, wir sollen es erstmal ein Stück weiter ziehen lassen hier. Gelbes. Das sind die Frösche. Aber die Wildschweine, wenn ich das richtig sehe, sind gerade... Also eins davon ist gerade abgehauen, meine ich. Ja, okay. Okay. Sehr gut. Ich dachte schon, die greifen mich jetzt auch noch an, als ob ich hier nicht genug Feinde drin habe. The violence we have inflicted on the planet is returning to us tenfold. It is the same story as what happened on the homeworld. Only here, it is occurring at a terrifying pace. Tja, und mit maschineller Unterstützung, ne? Okay, was bist du? Also ich kann mit L offenbar nicht die Sphäre loslassen. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Ah, okay. War das denn das Einzige hier? Ich hoffe mal. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Oh, so langsam hasse ich die Entwickler. Nein. Oh Mist, ich hab's nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Den nehmen wir mit. Aber jetzt. Jetzt wird es wieder richtig blöd. Ich merke das schon. Moment, da hinten ist was Blaues. Es ist gar nicht da, wo du ihn gezeigt hast. Mann. Alter. Schmeiß sie noch nicht so weit. Hä, müssen die beide gleichzeitig drauf sein? Nee, links fehlt noch einer, oder? Wir
muss ich das erst links aktivieren. Ja, so oder so, da fehlt irgendwie noch einer. Oh, das kann man hier wieder nicht sehen. Kameraperspektive. Wo ist das denn jetzt? In der Richtung, oder? Ja. Ich hoffe, das ist jetzt da drauf. Ja, brauche hier erstmal eine Stunde zum Aufstehen. Ich habe ja auch so viel Zeit hier. Och, was macht er denn jetzt wieder? Alter, lass mich das doch mal schieben. Boah, ey. Also sowas nervt mich dann, ehrlich gesagt. Und dann auch noch diese blöden Viecher. Es wäre ja alles nicht so schlimm. Also so ein richtiges Cozy-Game ist es leider nicht mehr. Sondern man hat hier ziemlich viel Stress mittlerweile. Was ich sehr schade finde, ehrlich gesagt. Oh, jetzt müssen wir die wieder suchen, oder? Ja, jetzt mache ich es auch noch so blöd in die Ecke, dass ich das hier nicht runterkriege. The humans have begun to abandon their settlements and return to the island. It is far above the conflict, safer at least from the gardeners. Mining operations continue at an even greater pace than before. We take what we need from the land and return to the sky like unhappy guests, like invaders in a foreign land. So, was ist mit dir? Mit dir kann ich gar nichts machen, irgendwie. Fehlt aber immer noch so ein Ding. Mir fehlen wahrscheinlich noch mehr von den Dingern, aber... Moment, hier kann ich rein. Ah, okay. Warum kann ich das so eigentlich immer verschieben und bei dem anderen nicht... Ja, natürlich. Ach, jetzt ist der auch schon wieder da raus. Hä? Sind doch alle am Leuchten? Ach, der eine braucht zwei. Och, nö, komm. Aber hier hinten ist sonst nichts mehr, oder? Moment, hier kann ich hier noch rein. Kann ich nur drunter? Vielleicht auch drüber, das weiß ich nicht. Moment, da komme ich in die obere Etage rein. Alter, ich war gerade am Schweben. Ja, und jetzt komme ich hier nicht weg, oder was?
Boah, ist das Teil nervig. Vor allem lässt er mir noch nicht mal eine halbe Sekunde Zeit, um mich zu bewegen. Kann ich auch keine rausholen oder so. Ich konnte es jetzt auch nicht sehen, weil dieses Mistteil da am Schießen war. Ob ich da jetzt tatsächlich noch irgendwo was machen konnte. Da unten habe ich jetzt zumindest nichts gesehen. Ah, hier. Ich habe ein gutes Näschen, was das betrifft. Ah, ich habe es auf dem Kopf. Ich kann damit nicht laufen, aber ich habe es auf dem Kopf. Oh, komm schon. Ich glaube, der hier hinten braucht zwei, ne? Ich hatte gehofft, dass ich damit diesen Abschnitt abschließen kann. Ich hasse diesen Abschnitt. Ich mag den überhaupt nicht. Ja, fliegen kann ich ja... Jetzt kann ich wieder fliegen? Die ganze Zeit konnte ich nicht? Ist was Grünes. Aua. Jetzt mach. Oh. Okay, ja, keine Ahnung, warum ich am Anfang nicht fliegen konnte. Jetzt funktioniert die Taste auf jeden Fall wieder. Ich habe ein bisschen Schiss, weil das hier so ruhig ist irgendwie. Dem traue ich nicht so ganz. Ja, komm. Krönchen richten und weiterlaufen. Heute noch. So. Das Ding muss ich holen. Da muss ich durch. Das ist das zweite. Ist hier noch ein drittes? Ah, da unten. Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin? Ach, ein viertes brauche ich noch. Oh. Moment, das habe ich, das hier habe ich und das habe ich. Da müsste, wenn, dann führt es doch irgendwo in der Richtung liegen, oder? Oder ist das irgendwo hier auf dem Boden vielleicht? Was ich nicht glaube. Von hier bin ich doch gekommen. Ja, genau. Warum solltest du auch genau in die Richtung das machen? So, da oben den grünen hatte ich ja geholt, ne? So, Moment, das ist das... Ach, da links. Ah. Okay. Tada. Oh, das sieht gut aus. Ich hoffe, im nächsten Abschnitt sind nicht wieder diese Viecher, die die ganze Zeit am Schießen sind. Eieiei. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft.
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!